Hallöchen! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Richtig geraten, I am alive. Ja, wir sind wieder zurück und wir needen Water. Wir brauchen Wasser. Nein, brauchen wir nicht. Sondern eine nette Unterzählung. Erzählung von meiner Lateinlehrerin. Und zwar, wie gesagt, sie kommt rein, legt ihren Mantel über einen Stuhl, ihre Tasche dazu, nimmt ein Blatt Papier und wischt damit erstmal das Pult ab. Dieses Blatt Papier wandert dann direkt in den Mülleimer, wo es sich dann weiterhin nicht mehr nützlich macht. Und ja, genau. So ist das dann. Nein, und dann steht sie auf, beziehungsweise kann sein, dass wir noch ein bisschen was so ein paar Worte tauschen. Und dann kommt der Befehl zum Aufstehen. Und der sieht dann so aus, also sie sitzt dann auch am Pult und dann sagt sie, jetzt satt. Und dann steht die ganze Klasse auf, oder nein, die Lateingruppe. Und sie steht auf, also wir stehen auf. Habe ich schon erwähnt, dass wir aufstehen? Naja, auf jeden Fall stehen wir dann auf. Und nachdem wir dann aufgestanden sind, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, sind wir dann ganz fleißig dabei, Latein zu machen. Ist dann auch nicht mehr so spannend, wie man sich das eigentlich vorstellt. Aber es ist halt schon spannend, ne? Also, eigentlich mehr, als man sich's vorstellt. So. Wenn man so überlegt, ist doch schon recht uninteressant. Also, ich weiß nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann kommt man einfach nicht mit, aber ich meine, es interessiert einen generell, selbst dann, wenn man sich damit nicht so viel auseinandersetzt, dann... Oh. The fuck. You've come to fix the elevator, right? Ja, ich bin der Monteur um den... Did you see my parents on the genau. Way up here? They're one floor below. Deine Eltern? Oh. Kann das sein, dass ich die gerade abgeschossen habe? Oh, da sind ja noch mehr. Na, die habe ich gar nicht gesehen. Hm. Ja, wie gesagt, man... Yo, ich kümmere mich drum, Bitch. Nettes Mädchen. Ist sehr spannend. Also selbst wenn man... Halt die Schnauze, ich war doch schon bei dir. Achso, sie. He's been sick all morning and it's getting worse. Any idea what it could be? Ja, weißt du, wir sind zu gut, um dir eine Antwort darauf zu geben, aber wir helfen ihm. Denn wir brauchen unbedingt Wiederholungen. That's really dangerous, isn't it? We could all die from that. Thank you so much for the treatment. After we left the emergency shelter near the harbor, we hooked up with a group of other survivors. They said they were going to settle their own camp somewhere outside of the dust. In the end, they started fighting amongst themselves. So we split off and came to this place. It's not easy to get to, but it's safe. Well, it feels safe anyway. Es fühlt sich sicher. Ich habe gerade zwei Leute im unteren da vorne abgeknallt. Also. Er will sterben, weißt du, wir haben ihm gerade geholfen und jetzt kommt dann, ich will sterben. Hey, did you see my parents on the way up here? Halt die Schnauze. Oh, hier haben wir zwei Äpfel. Tomaten. Hat sie gesagt, bitte nimm sie alle mit? Oder nicht alle? Mir doch egal. Aber cool, sie haben sich hier frische Tomaten gebaut, das ist nice. Hey, that's a big bow. What kind of animals do you hunt around here? Ja, das ist ein dicker Bogen. Ja, ja, hast du schon richtig erkannt, meine Liebe. Ja. Waren wir hier schon? Oh, hier sind Zahnbürsten. ich glaube, wir kommen von hier. Ja, wir kommen von hier. Entschuldigung. das war die kleine Geschichte. Oh, da sind noch welche. Zu meiner Lateinlehrerin. Oh, sie wird ein bisschen böse, weil ich ihre ganzen Tomaten wegnehme anscheinend. Oh, hier geile Lichteffekte, Freunde. Geile Lichteffekte.
So, hier kommen wir nicht durch. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt diesem Ehepaar da oben das geben, die Tomaten bringen. Ja. Ich bin gerade am Überlegen. Ne, mit dem Fall kommen wir hier nicht durch, das war klar. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob man hier die Türen vielleicht einschießen kann, aber ich werde es garantiert nicht ausprobieren. What the fuck? How would you know? Your hey, how did you get here? You must be the man my son talked about for an elevator repair. Our elevator's out. One of our friends went down there before it ran out of power, and it's been stuck for a long time. Ja, genau, ich bin Ingenieur. Das, weißt du, die einzige Sorge, die sie haben, ist, dass der scheiß Aufzug nicht mehr funktioniert. Ah. Okay. Ich muss wahrscheinlich hier drüben rüber. Runter. Hey, how did you get here? Halt die Schnauze oder ich baller dir ins Gesicht, Junge. Ob die Mission gescheitert ist, wenn ich das tue? Achso, nee, er schießt gar nicht. Doch. Wie geil war das denn? Wie gut, ey. Wie gut das ist. Ich würde davon ja gerne einen Screenshot machen, aber ich weiß nicht, auf welcher Taste das ist. Weißt du das? F12. F12, alles klar. Super. Wie gut das einfach ist. Ja, Entschuldigung, mein Gott, ich repariere dir den Scheißaufzug doch. Jammer doch nicht rum. So, was brauchst du? Er braucht Benzin. Ja, er hat aufgehört zu arbeiten. Alles gut, ich glaub dir doch. Gib's zu, du hast es da drinnen mit jemandem getrieben und durch die Vibration ist das Teil kaputt gegangen. Und ich darf das jetzt wieder heil machen, ey. Meine Güte. So, jetzt. Was ist hier los? Was ist da los? Also hier kann ich auf jeden Fall nicht runterspringen. Ja, aber diese hier. Muss ich vielleicht nach oben? Ja, da oben muss ich längs. Oder hin, besser gesagt. Ja, ich kann euch ja ein bisschen was von meinem Wochenende erzählen, was ansteht, was geplant ist und überhaupt. Oh, geil, eine Wiederholung. Jeho! Wir hatten mal, ich glaube, 12 Wiederholungen. Naja. Ja, was dieses Wochenende so alles ansteht bei mir, ist nämlich alles gar nicht so interessant. Darum erzähle ich euch das auch. Scheiße, ich muss da rüber, oder? Ja, gut. Also nochmal hier links. Ja, Schule, ne? Und so. Ich weiß nicht, ob die, ob alle Schulen das haben. So genannte Jahresarbeiten, ne? Ich erzähle das jetzt einfach mal so ein bisschen, während ich hier rumhangel. Und zwar müssten wir uns, also wir ist um meine Klasse, uns darum kümmern, Verköstigungen anzurichten. Ja. Wow. Shit. Earthquake. Erdbeben. Bitches. Okay, nee, hier will ich aber noch nicht raus. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ach, was ich erzählen wollte. Genau, und wir sind für die Verköstigung zuständig. Und, also so nennt unser Klassenbetreuer das sehr episch. Scheiße. Das war schlecht. Ich glaube, ich plane das lieber vorher. Und da bin ich jetzt das ganze Wochenende mit beschäftigt. So, könnten wir mal bitte hier den Blick von außen kriegen? Whee!
Nee, können wir natürlich nicht. So, was haben wir hier denn? Ah, mein Gott! Kann man hier die Kamera nicht irgendwie umstellen? Naja. Ach, hier kommen wir gar nicht weiter. Und ich denke, wenn ich andersrum klettere, ist das schlauer. Ah, das ist doch, das ist doch. Wie dem auch sei. Erstmal werden wir hier auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer und Kapazität wiederherstellen. So. Und da bin ich dann am Samstag schön den Tag über mit beschäftigt, Leute, irgendwelchen Kuchen zu verkaufen. Oh, Freunde, ich sag euch, das wird ein super Tag. Ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf. So. Ich glaube, das war nicht der intelligenteste Weg, den ich hier gewählt habe. Okay, ich reiz das wirklich jetzt bis zum Schluss aus, und zwar bis jetzt. Einmal durchatmen und weiter geht. Und weiter geht er. So, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich viel intelligenter war, hier links zu gehen. The fuck? Komme ich da rein? Komm schon. Jawohl. So. Jetzt. Weiter nach oben. Würde ich sagen. Ach, genau. Ah, ja. Ja, gut. Ich wurde gerade dran erinnert. Und zwar, danach geht's dann zu eben dem Kollegen, der hier gerade neben mir sitzt und live mein Let's Play als Live-Commentary miterlebt. Geht's dann zu ihm hin und dann werden wir für euch eine Runde Homefront aufnehmen, Freunde. Ja, das wird richtig, richtig deftig geil. Also nicht deftig scheiße, sondern deftig geil. Und, hallo? Leertaste Richtung Leertaste loslassen. Ah, wie war denn das noch? So. Und... komm schon. Ja, dann gibt es erstmal einen schönen, paar schöne Homefront-Videos. Ich denke, die ganze Kampagne geht nicht lang. Die werden wir dann gemeinsam durchzocken, je nachdem im Dual-Commentary oder ich alleine. Das werden wir dann vor Ort klären. Sag mal, kommen wir hier rüber? Nee, wahrscheinlich nicht. Muss ich da hoch und mich dann runterfallen lassen. Ja. Ja, genau, die Singleplayer-Kampagne. Was so, was war das denn, Alter? Ist ja nicht so lang und dann denke ich, werde ich die einfach komplett aufnehmen und dann gibt's Homefront für euch. Wow, wow, wow. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Scheiße, 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 scheiße. What the fuck? Scheiße, er hier auch. Oh, leck mich. Leck mich, leck mich, leck mich. Geh hoch, Mann. Oh, er löst sich auch ab. Los doch! Oh, Leute, was ich hier gerade für... Das hört sich wahrscheinlich gerade an, als würde ich da auf Toilette sitzen. Es gibt doch Gas, Alter! Komm schon! Oh. Gott sei Dank. Hey, Leute! Was ich gerade für einen Stress durchgemacht habe. Ihr glaubt es nicht. So. Ja, auf jeden Fall gibt es dann ein bisschen Homefront für euch. So. So, wir machen uns auf den Rückweg, auch wenn das Gebäude da vorne höher ist und es eigentlich schlauer wäre, das da zu zünden. Hier, hier. Also hier hoch zu klettern. Ich meine, wie ich ihn kenne, sollte er das locker schaffen. Naja, auf jeden Fall, das sind jetzt die Signalfeuer, damit die Schiffe bemerken, dass hier noch andere Überlebende sind. So, hier kommen wir aber nicht großartig weiter. Da können wir hier hoch, nö. So, geht's denn hier jetzt wieder zurück oder hier am besten? Wow, 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 wo muss ich längs? Hier auf jeden Fall nicht. Schade.
So, da vorne haben wir noch einen Inhalator. Oder nee, was ist das? Es ist kein Inhalator, ein Soda-Getränk. Ah, da müssen wir links. So, jawohl. Und jetzt, hier kommen wir nicht rein. Jawohl. Sehr schön, Schmerzmittel. So, ich bin gerade am Überlegen. Kletterhaken. Nee, da unten kommen wir rein, da können wir verschnaufen. Dann trinke ich nochmal ein Soda-Getränk und mal gucken, ob das, ob eins reicht. Wow, das hat... Warum hat denn das Leben gezogen? Das verstehe ich nicht. Okay, mir wird gerade gesagt, dass es sich die Eier eingequetscht hat. Oh, und das Fleisch, das ist so krass, wie viel das fucking Fleisch bringt. So, Gesundheit und Ausdauerkapazität, das sieht doch gut aus. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Portion Painkiller hinterher. Oder zwei, haben wir ja genug von. Ich weiß nicht, ob man da deine Stimme im Hintergrund hört. Vielleicht, wenn sie ganzen dolle die Ohren spitzen. Aber ich hoffe, ich habe das Mikrofon noch ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, dass man mich überhaupt anständig versteht, wenn die Musik so laut wird. Und wenn ich so leise rede und so ganz leise im Flüstern bin. Ich hoffe, dass man mich dann versteht. Versteht man mich dann? Ja. Versteht ihr mich? Ich hoffe, dass ihr mich versteht. Okay, Leute, ich muss euch mal was erzählen. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt nicht hört. Aber er guckt mich schon so an, als würde er mir gleich um den an die Gurgel springen und mich umbringen wollen. Aber ich glaube, er hört mich nicht. Ihr müsst wissen, er zwingt mich zum Let's Playen. Ich will das eigentlich gar nicht. Es ist alles ein Wille, der hier geschieht. Ja, ich habe natürlich viel Spaß daran, mit euch hier zu spielen. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Oh, da drüben können wir auch noch rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, Freunde!